Hallo Kaffeefreunde, heute zeige ich euch, wie ihr so einen richtig geilen Cappuccino macht. Also, viel Spaß dabei! Ich habe euch ja gesagt, dass ich hier den perfekten Cappuccino mache, deswegen müsst ihr auf so ein paar Feinheiten achten. Erstes Thema ist, dass ihr auf jeden Fall die Cappuccino-Tassen vorheizt. Ich verwende jetzt heißes Wasser direkt aus meiner Espresso-Maschine. Und der nächste Schritt ist, dass ihr wirklich frische Espresso-Bohnen verwendet, die ihr dann auch entsprechend direkt frisch in die Mühle kippt und dann auch im nächsten Schritt gleich anfangt, diese Bohnen zu mahlen. Auch hier ist wichtig, dass der Siebträger richtig schön heiß ist, ja? Weil ansonsten verliert der Espresso, den ihr jetzt zubereitet, an Geschmack. Der wird eher etwas sauer schmecken, deswegen empfehle ich wirklich, dass alles gut vorgeheizt ist. Jetzt mahle ich die Bohnen. Und jetzt muss ich im nächsten Schritt das Ganze schön verdichten. Ich benutze dafür einen sogenannten Mahlgutdoser und habe hier auch nochmal einen klassischen Temper, den ich dann hier benutze, um das Kaffeemehl wirklich richtig schön fest im Siebträgereinsatz zurechtzudrücken. So, jetzt spanne ich den Siebträgereinsatz in die Maschine ein und kippe das heiße Wasser aus und starte jetzt den Bezug des Espressos. Hier müsst ihr ungefähr darauf achten, dass ihr so ungefähr in 25 Sekunden 25 Milliliter Espresso extrahiert. Und wie man hier sieht, das läuft schön cremig aus der Maschine. Und ich habe hier sogar noch einen Zeittimer, der mir sagt, wie lange das Ganze läuft. Und ich würde jetzt mal den Espresso-Bezug nach so circa, ja, so sieht es gut aus, nach 23 Sekunden beenden. Jetzt fange ich an, die Milch aufzuschäumen. Ich verwende hierfür frische Vollmilch mit einem Fettgehalt von 3,5%. Ihr wisst ja sicherlich, dass Fett ein Geschmacksträger ist. Deswegen kann die ruhig ein bisschen fettreicher sein. Ich fülle das Kännchen jetzt so bis zur Hälfte mit Milch. Und jetzt beginne ich auch schon das Aufschäumen. Ganz wichtig vorher, lasst unbedingt ein bisschen Kondenswasser aus der Dampflanze heraus, weil das sonst die Milch zu wässrig machen würde. Jetzt beginne ich zu schäumen, drehe mein Ventil auf und nun beginnt die Milch langsam aufzuschäumen. Ja, in der ersten Phase wird Luft eingesogen in die Milch. Jetzt stecke ich die Dampflanze etwas tiefer in die Milch und die Milch beginnt jetzt zu rollen. Ja, das ist die sogenannte Rollphase. Und mit Hilfe meiner Hand fühle ich jetzt hier die Temperatur, wie warm die Milch ungefähr ist. Ja, Anfängern rate ich auf jeden Fall, am Anfang beim Milchaufschäumen mit einem Thermometer zu arbeiten. Und wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, könnt ihr das wie gesagt mit der Hand machen. Und ihr merkt dann, wenn es wirklich zu heiß ist, dass dann die Milch so ungefähr 60 bis 65 Grad Temperatur hat. Und dann beende ich das Aufschäumen mit einem sauberen Schwammtuch, was ich auch wirklich nur dafür verwende. Wische ich noch einmal die Dampflanze ab und lasse noch mal den Dampf aus der Lanze raus. So, und jetzt beginne ich auch schon die Milch in den Espresso zu gießen. Dafür ist es wichtig, dass ihr die Milch vorher so ein bisschen schwenkt und im nächsten Schritt dann probiert, wirklich erstmal schön mittig in den Espresso einzugießen. Ja, das sieht wunderbar aus. Und gehe ich ganz dicht ans Kännchen ran und gieße jetzt hier ein Motiv in die Tasse. Und in diesem Fall haben wir eine schöne Dreifachtulpe, die wunderbar aussieht. Gut, das war's auch schon mit der Zubereitung von Cappuccino. Ich lasse mir mein Getränk jetzt mal richtig schmecken und sage euch gleich, wie es war. Ja, schön cremig. Die Süße der aufgeschäumten Milch kommt gut durch. Und was ganz besonders ist, dass dieses Schokoladige von den Bohnen jetzt auch richtig schön zur Geltung kommt. Ich kann das euch auf jeden Fall empfehlen. Achtet auf gute Qualität. Nehmt wirklich auch etwas mehr Geld in die Hand, um dieses einmalige Geschmackserlebnis auch in den eigenen vier Wänden zu haben.
Es macht richtig Spaß, zu Hause dann mit seinen Freunden mal einen richtig guten Cappuccino zu trinken. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr mir einen Daumen hoch lasst. Und ich genieße jetzt erstmal weiterhin mein Getränk und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen zu Hause. Oh, oh, oh.